Und hierzu hat halt eben auch Bediüzzaman Said Nursi einige Interpretationen, wie eben schon gesagt, vollbracht, die ich auch jetzt ein bisschen lesen möchte. Und zwar aus dem Stab Moses geht es im 7. Abschnitt um den Menschen selbst. Da durchleuchtet Bediüzzaman Said Nursi noch einmal, wie er selbst den Menschen betrachtet. So heißt es folgendermaßen: Des Weiteren erkennen wir mit unseren Augen und begreifen mit unserem Verstand, dass der Mensch die höchste und vielseitigste Frucht dieses kosmischen Baumes ist. Das hatten wir gerade im Menschenbild. Er ist die höchste und vielseitigste, weil er halt eben nicht begrenzt ist wie andere Lebewesen oder leblose Körper. Vielseitigste Frucht dieses kosmischen Baumes ist. Er ist der Same an seinem Ursprung, das große Zeichen aus dem kosmischen Koran und der Thronvers, der den Namen der göttlichen Souveränität enthüllt. Thronvers hatte ich ja am Anfang genannt. Er ist der ehrenvoll empfangene Gast in diesem kosmischen Schloss und der tüchtigste Beamte, dem ein Handlungsspielraum über allen anderen Bewohnern dieses Schlosses gestattet worden ist. Das heißt, er ist derjenige, der die meisten Werkzeuge und Fähigkeiten hat, um den Schöpfer zu erkennen, um die Attribute des Schöpfers zu erkennen, den Künstler zu erkennen. Er ist ein Minister in der kosmischen Stadt des Bezirks Erde, beauftragt mit der Aufsicht über Ertrag, Ausgaben und Bestellung der Samen in Acker und Garten, ausgestattet mit hunderterlei Wissen und tausenderlei Handwerk. Und der Beobachter, der nicht nur den meisten Lärm macht, der Mensch, sondern auch die größte Verantwortung trägt. Jetzt sind wir wieder bei dem gleichen Wort Verantwortung. Der Mensch ist also ein Wesen, der Verantwortung zu tragen. Warum? Warum hat er diese Last? Weil, wie hier schon gesagt wurde, ihm die meisten Werkzeuge, Fähigkeiten, Wissen, das Handwerk gestattet wurde auf dieser Erde. Er ist ein Inspektor des kosmischen Landes in der Provinz Erde, der unter aufmerksamer Aufsicht des ewigen Königs der Ewigkeiten dient und sein Statthalter, dessen Bewegungen alle, ob klein oder groß, aufgenommen werden. Das ist die Prüfung. Alles, was er tut, dafür wird der Mensch zur Rechenschaft gezogen. Und alles, was er nicht tut, dafür wird er manchmal auch zur Rechenschaft gezogen. Zum Beispiel wenn man Hilfe verweigert. Ist ja auch im juristischen Sinne so. Er ist derjenige, der das große ihm anvertraute Gut, das auf sich zu nehmen, Himmel, Erde und Berge sich scheuten. Sie haben gesagt, nein, diese Verantwortung tragen wir nicht, auf die Schulter nahm und vor dem sich zwei eigenartige Wege öffnen. Das hatten wir eben gerade auch. Entweder setzt er die Fähigkeiten dazu ein, um den Schöpfer zu erkennen im positiven Sinne, oder er setzt die Fähigkeiten, die ihm der Schöpfer gegeben hat, für Sachen ein, um die negativ eher sind, die den Schöpfer nicht erkennen lassen, sondern ganz im Gegenteil vergessen lassen. Es eröffnen sich ihm zwei Wege, auf deren einen er das Glücklichste, auf dem anderen aber das Unglücklichste aller Geschöpfe ist. Jeder Mensch trachtet ja nach Glück, Freude, inneren Frieden, innere Ruhe. Er sagt dir halt eben, welche Wege man dafür gehen sollte. Er trägt als der Diener aller die Verantwortung für einen als umfassenden Gottesdienst, durch den sich der gewaltige Name des Königs des Kosmos offenbart, der eine Spiegelung all seiner Namen ist. Und glücklich wird man halt eben, wenn man die Attribute Gottes erkennt, wenn man überall in jedem Wesen die Schönheit des Schöpfers erkennt, in jedem Kunstwerk, in jedem Geschöpf, in jedem Tierwesen, in jeder Pflanze den Schöpfer erkennt. Das bringt den Menschen tatsächlich halt eben eine gewisse Ruhe, Gelassenheit und dadurch halt eben den inneren Frieden, der hier angedeutet wird. Und er ist ein direkter Ansprechpartner, der die Ansprache des Gepriesenen und seine Worte am besten versteht. Der Mensch hat auch all seinen Verstand, um halt eben auch die Offenbarungen, um halt eben die Messages des Schöpfers auch zu verstehen. Er ist der Bedürftigste, gleichzeitig ist er der Bedürftigste. Eine Katze braucht nicht viel. Ein Hund braucht nicht viel. Der Mensch hat so viele Bedürfnisse, dass er gar nicht satt wird. Er ist der Bedürftigste unter allen Lebewesen im Kosmos und ein bedauernswertes Lebewesen, weil er durch diese Bedürfnisse, die er hat, sie selbst aber nicht stillen kann,
ist der Mensch tatsächlich in dieser Sichtweise tatsächlich sehr schwach. Das heißt, wir haben ja eben gesagt, er ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, die höchste Frucht. Das heißt, wenn man es so spirituell betrachtet, ist der Mensch auf der höchsten Ebene spirituell. Er hat eine ganz große Bedeutung. Wenn man es aber biologisch betrachtet, körperlich, ist er unter den meisten Tieren, weil er so viele Bedürfnisse hat, die er gar nicht stillen kann. Eine Katze ist zufrieden im Leben, ein Hund ist zufrieden im Leben, die Tiere, die Pflanzen sind zufrieden im Leben, weil sie haben nur wenig Bedürfnisse und sie werden alle gestillt. Der Mensch hat so viele Bedürfnisse, dass wenn wir jetzt biologisch betrachten, ist der Mensch tatsächlich auf der untersten Stufe. Er ist, sagt er hier, ein bedauernswertes Lebewesen, das trotz seiner grenzenlosen Armseligkeit und Ohnmacht grenzenlos viele Ziele und Wünsche und grenzenlos viele Feinde hat. Mit Feinde ist damit gemeint halt eben, es gibt so viele Möglichkeiten, die mir das Leben erschweren können. Und es gibt viele Dinge, die ihn beeinträchtigen, ja eben schaden können. Das ist das, was ich gerade meinte. Er ist überaus reich, was seine Fähigkeiten betrifft. Nicht so jedoch hinsichtlich seiner Freude am Leben, dass ihm den tiefsten Schmerz bereitet, denn seine Freude ist mit schrecklichem Schmerzen vermischt immer wieder. Weil der Mensch sein Herz zum Beispiel an Vergängliches knüpft und das Vergängliche, natürlich, weil das Vergängliches auch mal verschwindet, hat der Mensch plötzlich nicht mehr Freude in dem, was er eigentlich ja mag, sondern plötzlich wird aus der Freude ein Schmerz. Er verlangt mit größter Sehnsucht nach einer ewigen Bleibe, das, was wir lieben, sei es Personen, Familie, sei es andere Sachen, die wir lieben, wir wollen das ja ewig bleiben, die er am meisten verdient, ihre am meisten bedarf und ihre auch am würdigsten ist. Er erbittet und er fleht die ewige Glückseligkeit mit zahllosen Gebeten. Würden alle Freuden der Welt ihm gegeben, so könnten sie dennoch seinen Wunsch nach seiner ewigen Bleibe nicht befriedigen. Auch wenn dir die ganze Welt gehören würde, du würdest noch den Mars wollen. Und wenn dir Mars gehören würde, würdest du noch sagen, ich will den Mond. Weil der Mensch kann seine unendlichen Bedürfnisse in einer endlichen Welt gar nicht stillen. Wie soll das funktionieren? Unendliche Bedürfnisse, endliche Welt. Auf der körperlichen Ebene, auf der spirituellen Ebene sieht es ganz anders aus. Da kann der Mensch sagen, Genugtuung. Kann der Mensch sagen, es ist das, Genügsamkeit. Das, was ich habe, damit bin ich zufrieden. Und dann erlernt er eine ganz andere Stufe, eine Glückseligkeit. Seinem Herrn und Gastgeber gegenüber steigert sich seine Liebe, macht ihn zu seinem Geliebten und in seiner Anbetung wird er selbst zu seinem Geliebten. Er ist ein einzigartiges Wunderwerk der Macht Gottes, des Einzigartigen. Er ist eine außerordentliche Schöpfung, die den ganzen Kosmos in sich trägt, der Mensch. Alle seine menschlichen Anlagen bezeugen, dass er für die Ewigkeit erschaffen wurde und nicht für diese vergängliche Welt. Für diese Menschen, die sich mit den oben erwähnten 20 umfassenden Wahrheiten, also dieses Menschenbild, dem Namen Gottes, der Gerechte, auch wieder ein Attribut, Gottesbild, verbinden und deren Taten von dem majestätischen Bewahrer, noch ein Attribut des Schöpfers, der selbst das kleinste Bedürfnis auch noch des winzigsten Lebewesens kennt, der Schöpfer. Das hat man gerade auch eben im Koranvers, dass der Schöpfer derjenige ist, der alle Bedarfe der Menschen, der Geschöpfe kennt, nicht nur der Menschen, sein Flehen hört und mit seinem Eingreifen beantwortet, wahrgenommen werden, deren Handlungen, die sich auf den ganzen Kosmos auswirken, durch die Engel von dem ehrenwerten Sekretär des Bewahrers aufgeschrieben werden und die vor allem anderen Dingen die Aufmerksamkeit des Herrn gefunden haben. Für diese Menschen wird ohne Zweifel und in jedem Fall nach der Schlussfolgerung aus den obigen 20 Wahrheiten der Tag der Wiederauferstehung und der Wiederversammlung im Jenseits anbrechen. Unter dem Namen der Gerechte wird der Mensch seine Belohnung für die von ihm verrichteten Dienste und die Strafe für seine Fehler erhalten. Diese Verantwortung, die wir eben genannt haben. Er wird für all seine Taten, ob groß oder klein, die unter dem Namen der Bewahrer aufgenommen worden sind, verhört und zur Rechenschaft gezogen werden. Am Ort des ewigen Bleibens werden sich ihm die Tore zum Gastmahl
der ewigen Glückseligkeit öffnen. Das heißt, dieses Ewige, was der Mensch tatsächlich halt eben begehrt und möchte, das eröffnet sich ihm im Jenseits. An dieser Stelle bin ich auch schon zu Ende mit dem Menschenbild, der sich halt eben hier nochmal im Abschnitt Stab Moses in der 7. Abhandlung nochmal deutlich gezeigt hat, wie der Mensch in der islamischen Theologie betrachtet wird. El-Fatiha.